In 4 Tagen ist Hochzeit. Was sagt deine Mutter? Sie freut sich sehr. Wie lange warten wir jetzt schon? Es ist jetzt schon 1 Jahr. Liebst du mich immer noch? Natürlich, dich und die Schafe. Wieso die Schafe? Ja, Schafe riechen anders als Schweine oder Gänse. Ich liebe dich und die Schafe. Liebst du mich oder die Schafe? Ich liebe dich und die Schafe, beide. Würdest du mich etwa nicht lieben, wenn ich Gänse hätte? Doch, aber Gänse riechen ganz anders als Schafe. Maria, willst du damit sagen, ich rieche wie ein Schaf und deswegen liebst du mich? Brr. 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 Schäfer Pickard, wer hat dir erlaubt, deine Schafe herzutreiben? Das ist doch alles dein Land. Stimmt, und deine Frau gehört auch zuerst mir. Auf keinen Fall, die kriegst du nicht. Das werden wir ja sehen. Maria, hör mich an, mein ritterliches Herz gibt keine Ruhe, ehe ich dich nicht an meine ritterliche Brust geschlossen habe. Das kannst du dir abschminken, ich komm nicht zu dir auf dein Schloss. Ich benutze keine Schminke, meine Namen sind genauso echt wie diese Kanonenkugel hier. Mich interessieren deine Namen und deine Kugeln nicht. Maria, noch ehe am Sonntag die Glocken für dich läuten, kommst du zu mir aufs Schloss. Es ist mein Recht und ich will es so. Jetzt geh nach Hause, ich befehle es dir. Ich komm nicht zu dir auf dein Schloss. Und jetzt komm mit, mein Freund. Freund? Geh ruhig, Maria. Hoffentlich hält Kalebutz Maria nicht gefangen. Ja, hoffe ich auch sehr. Wann kommen die anderen eigentlich? Der Hirsebrei ist fertig. Sie wollten doch was vorbeibringen. Ah, da kommen sie schon. Sie müssten gleich da sein. Oh, wirklich? Da kommen sie ja schon. Hallo. 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 Ich habe Eier für die Hochzeit mitgebracht. Ach, hallo. Der Lauch ist auch da. Hallo, danke. Maria wird sich sicher gleich freuen, wenn sie kommt. Ja. Habt ihr schon das Neueste gehört? Oder ist sie ja schon.
Mutter! Was ist passiert? Was ist passiert? Setz dich mal hier. Stellt euch bloß vor, ich habe mit dem Schiffer Pickard geredet. Und dann kam der Kalbutz. Nein, was wollte er von dir? Er wollte mich heute Abend auf sein Schloss einladen. Nein, da gehst du auf keinen Fall hin. Gar kein Fall. Er ist gefährlich. Nicht dieser schreckliche, böse Mann. Gar kein Fall. Ich meine, fast alle Kinder im Dorf haben das gleiche Gesicht wie er. Und der Schäfer Pickard hat mich dann weggeschickt. Und der Kalbutz hatte sogar Kanonenkugeln bei. Was? Nein, das kann nicht gut gehen. Was passiert? Halte dich bloß fern von ihm. Das kann nicht gut gehen. Da passiert doch irgendwas. Treff dich nicht mit ihm, dieser Kalbutz ist echt gefährlich. Aber erstmal ist... Das hat deine Mutter extra für dich gemacht. Und wir haben dir noch was für die Hochzeit mitgebracht. Genau, Eier und Lauch. Und Gemüse und Obst. Mirabelle, alles für die Hochzeit. Guck mal, so ein herrliches Hochzeitsessen gab es doch noch nie bei in unserem kleinen Dörfchen. Cool. Das wird bestimmt eine schöne Hochzeit. Du wirst bestimmt glücklich mit Pickard. Aber pass auf, lass dir deine letzten Male noch schmecken. Ab in 4 Tagen musst du selber kochen. Ja, wir haben auch Eier und Lauch ja, mitgebracht. Das wird sehr schön. Danke. Und der Kalbutz kann ja nichts anhaben. Nein. Darauf passen wir schon. Wir schaffen das schon zusammen. Gott schütze meinen kleinen, süßen, lieben Schäfer Pickard. Ich möchte mit dem Schäfer Pickard 5 Kinder, ein ordentliches Haus haben, ein sauberes, ein großes, mit vielen, vielen Tieren, eine große Weide, mit großen Zimmern, dass keiner mehr hungern muss. Zu meiner Hochzeit möchte ich ein schönes, weißes Kleid haben, eine schöne Kirche, dass alle Verwandtschaft da ist und dass der Schäfer Pickard mir einen Holzring schenken würde, das mit viel Liebe gemacht wird. Und dann am nächsten Morgen. Das wird ein Festessen. Ja. Dann noch ein paar Kräuter. Die Gurken sind gerade richtig. Meinst du? Der Schäfer Pickard ist tot. Mord. Rache. Beim Kalebutz zu Hause. Na, wie fühlst du dich jetzt? Halt die Klappe. Die kriege ich schon noch, die Maria. Denkst du? Die kriege ich schon noch. Ich krieg immer, was ich will.
Diesmal nicht, nachdem du ihren Geliebten umgebracht hast. Ich krieg sie trotzdem. Glaub mir. Denke nicht so einen Quatsch. Ich denke keinen Quatsch. Ich denke die Wahrheit. Ich mach nie dumme Sachen. Und wenn du so weitermachst, dann wirst du sie nie bekommen. Die arme Maria. Sie tut mir leid. Du gehst es völlig falsch an. Völlig falsch. Ich krieg sie trotzdem. Bin ich etwa niemand? Und du verschenkst dir einfach alles. Du bist so dumm. Halt deinen Mund jetzt. Du bist dumm. Nein, bin ich nicht. Das war total dumm von dir. Jetzt halt die Klappe. Du kapierst es nicht. Doch. Nein. Im Namen des Gesetzes, Christian Friedrich Kalbutz, Sie werden jetzt verhaftet. Wer will mich denn verhaften? Hier steht keiner über mir. Ich komm nicht mehr, könnt ihr vergessen. Sie kommen jetzt mit. Warum? Könnt ihr noch Hören Sie auf, sich zu wehren. Sie werden eines Mordes beschuldigt. Den ich nicht getan habe. Ja, wahrscheinlich. Wie lange soll das noch so weitergehen? Bestimmt noch einen anderen, der genauso ist wie Peter. Ja. Ich möchte aber keinen anderen. Ich wollte nur ihn. Okay. Ich verstehe dich. Ich wollte auch keinen anderen als sein. Wir stehen alle wirklich hinter dir. Ja, wir egal was passiert. Es wird alles wieder gut. Das war doch die alte hierher. Von Kalebutz. Ah, das ist doch die von Kalebutz. Und die traut sich noch hierher? Also das versteht man nicht, ja, oder? Das ist auch ein Wunder. Von diesem Miesling, diesem idiotischen Gemeinling. Wie lange müssen wir noch warten, bis der Ritter Kalebutz endlich hinter den Gitterstäben steckt? Du bist doch stark. So du bist die stärkste von uns allen. Das dauert nicht mehr lange. Und die hübscheste. Guck mal. Mein Kind. Kindchen. Dein Pickard war ein gottesfürchtiger und liebenswerter Mensch. Die ganze Gemeinde trauert um ihn. Gott möge ihm beistehen. Doch es ist keine Möglichkeit, sich hier zu ertrinken. Das hätte dein Pickard nicht gewollt. Genau, Pickard hätte es nicht gewollt, dass du stirbst. Wenn er jetzt noch leben würde, er würde sich sehr um dich. Komm. Ja. Großer, allmächtiger Herr, der du deine Söhne liebst und Recht walten lässt. Ich bitte dich darum, Gnade vor Recht walten zu lassen
beim Karlbutz. Ich weiß, er hat viel falsch getan. So zum Beispiel 3 deiner 10 Gebote gebrochen und weiteres. Doch er ist ein junger Mensch mit wenig Erfahrung. Jedoch weiß ich auch, dass er ein herzensguter Mensch ist, da ich ihn schon seit Kindertagen kenne. Und ich weiß, er war immer ein guter Mensch. Doch seitdem er ein Ritter ist, ist er wie von einem Dämon befallen. Ein Dämon, der sein Ego steigerte und seine Gier und sein Verlangen. Er war immer ein freundlicher Junge. Und jetzt ist er halt so, wie er ist. Bitte erspar ihm einige Jahre im Fegefeuer. Ich meine, er ist jung und wahrscheinlich deswegen so schnell auf den Dämon eingegangen. Und er hat auch Kinder. Bedenkt dies. Wir haben zurzeit die Pest. Da sind die Kinder mehr auf den Vater angewiesen als jemals zuvor. Ja, vielleicht kann er ja auch Reue verspüren für seine Tat, die er vielleicht im unüberlegten Zustand getan hat. Ja, bitte. Tu mir diesen Gefallen und erspar ihm wenigstens ein paar Jahre des Fegefeuers. Und wenn du ihn jetzt schon irgendwie durch seine Schuldgefühle zernagen lässt, das ist doch auch schon Strafe genug für einen Menschen. Ich meine, jetzt kann er noch ein langes Leben voll Reue führen, falls er sie verspüren kann. Aber später, selbst wenn er keine Reue verspürt, können ihn doch die Schuldgefühle zernagen. Bedenke bitte dies bei deiner Wahl, wie du ihm gegenüberstehst im oberen Gericht. Amen. Wir verhandeln heute den Mordfall Pickard. Man führe den Angeklagten herein. Karl Butz, man beschuldigt dich an den Mord an Schäfer Pickard. Gestehst du die Tat? Nein, ich war es nicht. Ich war kurz mit ihm zusammen und bin dann weitergeritten. Alle Zeichen sprechen dafür, dass du der Täter bist. Die Kugel lag nah an der Leiche und du warst der Letzte an den Tatort. Ich gebe zwar zu, dass ich die Kugel hatte beim Gespräch zuletzt, aber die kann mir auch runtergefallen sein und wer anders hat die dann aufgehoben. Was sagt ihr? Ist er schuldig oder ist er nicht schuldig? Er ist schuldig! Er ist schuldig! Die Verbrecher! Er ist schuldig! Was sagt ihr? Ist er schuldig oder ist er nicht schuldig? Weiß ich nicht. Gute Frage. Wer kann die Tat bezeugen? Gibt es keinen Zeugen? Ritter Karl Butz, bist du der Mörder? Nein, ich war's nicht. Ich bin einfach weggeritten. Sag nichts, was du später bereuen könntest. Wenn ich doch der Mörder bin gewesen, soll mein Leichnam nie verwesen. Was? Nein! Schwein! Ritter Karl Butz, du wirst ein freier Mann und kannst gehen. Nein! Schweine! Das ist eine Schweine! Nein! Hier sind wir am Tatort. Hier wird er gelegen haben, der arme Pickard. Und wir wussten es doch von Anfang an. Dieser Karl Butz. Ein böser, böser Ritter. Und nun ist er frei. Furchtbar. Der Ritter Karl Butz konnte noch viele Jahre sein Unwesen treiben. Maria blieb ledig. Sie wollte keinen anderen Mann. Ha!
Na, da sind ja viele gekommen. Liebe Gemeinde von Kampel, liebe Angehörige, wir haben uns hier in dieser engen Runde versammelt, um Ritter Karl Butz noch ein letztes Mal die Ehre zu erweisen, die er verdient hat. Er war schon seit klein auf ein Junge, der immer viel erreichen wollte und haben ihn schon als kleines Kind als einen lebhaften Jungen empfinden können, der immer große Ziele hatte. So ging er später zur Armee, wo er zum Beispiel als Fähnrich in der Schlacht um Fehrbellin gekämpft hat. Er trug natürlich seine Narben, doch wurde er als großer Held ernannt nach dieser Schlacht. Später, nach dieser Schlacht, wurde er durch diese große Heldentat zum Herr dieses Ländchens Kampel ernannt und war uns meistens ein guter Herrscher. Er forderte, anders als die meisten seiner Mitherrscher, das Recht der ersten Nacht ein, wo er 30 seiner 41 wunderschönen Kinder her hatte. Die anderen 11 hatte er von seiner wunderschönen und treuen Frau, die er wahrscheinlich auch sehr liebte und die ihn hoffentlich auch geliebt hat. Und dieses Recht der ersten Nacht, das ging dummerweise nicht immer ganz gut. So kam es zum Beispiel zu einer Gerichtsverhandlung, in der er einen Schwur tat. Und ich hoffe, wir alle hoffen, dass er damals nicht gelogen hat. Denn wie wir alle wissen, droht ihm dadurch vielleicht das ewige Fegefeuer. Und das möchte man niemandem antun, egal wie schlecht oder bösartig er war. Und mit diesen Worten an euch gerichtet, würde ich sagen, schließen wir nun die Gruft hinter diesem Führer unseres Volkes hier in Kampel und sagen ihm noch ein letztes Mal auf Wiedersehen, sodass Gott ihn segnen möge. Über 100 Jahre später. Grabräuber und Plünderer reiten durchs Land. Wow, ein Grabschatz. Aufmachen. Ist das Paradies für alle da? Oder gibt's da Ausnahmen? Für alle, bis auf einen.